Guten Tag. Ich bin Klaus Michael vom Niedrigenergieinstitut in Detmold und ich zeige Ihnen heute ein Energieberatungsvideo über die nachträgliche Wärmedämmung von Schrägdächern von innen. Ich mache mich jetzt erstmal ganz klein, dass ich hier am Rand nur zu sehen bin, sodass Sie das hauptsächliche Video gut sehen können. So, das passt. Und jetzt gehen wir weiter. Ich bin noch nicht dort. Es gibt verschiedene Arten von Dächern. Es gibt Häuser mit Flachdach, um die geht es heute nicht. Es gibt Häuser, die haben ein Schrägdach, aber nur über dem kalten Dachboden, nicht über der beheizten Etage. Die beheizte Etage ist nach oben nur durch die oberste Decke zum kalten Dachboden abgetrennt. Diese Häuser behandeln wir heute auch nicht. Und dann gibt es Häuser mit Schrägdächern über der beheizten Etage, die entweder bis zum First hoch ausgebaut sind, denn es ist ein langes Schrägdach als wärmeübertragende Fläche, oder die nur im Obergeschoss ausgebaut sind und dann oben zwar auch noch ein Schrägdach haben, aber das ist nur noch zum kalten Dachboden. Diese beiden Häuserbauarten behandeln wir heute. Genau, diese beiden rechten. Mit Schrägdächern, wo das Schrägdach an die beheizte Zone angrenzt. Wenn man Häuser mit Schrägdach saniert, gibt es drei Möglichkeiten. Ich schiebe mich noch ein bisschen weiter auf die Seite. Es kann sein, dass sie nur von außen saniert werden, also neu eingedeckt, aber innen alles bleibt. Diese behandeln wir heute nicht. Es gibt welche, die werden nur von innen saniert, nehmen wir an, Holzvertäfelung rausgerissen und neu gedämmt und neu verkleidet, die behandeln wir Häuser. Und es gibt welche, die werden sowohl neu eingedeckt, als auch der Innenausbau erneuert wird. Hier bleibt dann nur der Dachstuhl vorübergehend stehen, die behandeln wir heute auch nicht. Diese hier behandeln wir nur. Wenn man ein Dach von innen saniert, kommen die ganzen inneren Schichten weg. Die alte Holzvertäfelung, die alte Putzverkleidung, was auch immer innen war. Die alte Dämmung fliegt raus. Und wenn man dann von innen gegen den Rest guckt, gibt es 5 verschiedene Möglichkeiten, was man sehen kann. Und das ist sehr entscheidend, was Sie da für Verhältnisse haben, für die Frage, was Sie tun müssen, um ein wasserdichtes und feuchte und empfindliches Dach zu bekommen. Der erste Fall ist, wenn Sie den Innenausbau weggemacht haben, sehen Sie nur noch die Dachlatten und die Ziegel. Der zweite Fall ist, wenn Sie die Innenverkleidung weggemacht haben, sehen Sie zwar, Sie sehen eine alte Unterdachbahn, die ist hier gestrichelt eingezeichnet, die wahrscheinlich etwas durchhängt in der Mitte, so hat man das früher gemacht. Und Sie haben in diesem Fall keine Konterlatten unter der Dachlatte, sondern man hat diese alte Unterdachbahn so rinnenförmig eingebaut, dass in der Mitte ein Wasserablauf entsteht. Diese Bauweise war üblich 1900, Ende 60er Jahre bis in die 1980er Jahre. Dächer ohne Unterdach waren üblich vor 1960. Oder Sie gucken unter eine Unterdachbahn, die stramm gespannt ist, und wo der Wasserablauf obendrauf, wenn es hier mal durchtrielt, dadurch möglich wird, dass zwischen der Unterdachbahn und der Dachlatte noch eine Konterlatte von 3 cm Höhe montiert ist. Solche Dächer haben wir seit den 80er Jahren. Falls Ihr Dach nachträglich schon mal neu eingedeckt worden ist, kann es auch beim älteren Haus so beschaffen sein. Jetzt kann es aber auch sein, dass Sie statt einer diffusionsoffenen Unterdachbahn, das erkläre ich gleich noch genauer, was das ist, eine dampfdichte Unterdachbahn haben, zum Beispiel eine Teerpappe-Unterdach. Das war nach dem Krieg bis in die 60er Jahre hinein häufig. Teerpappe ist ein sehr stabiles Material, auch sturmfest, windfest, also stabiler als diese dünneren Kunststofffolien, die man sonst verwendet. Ja. Diesen Fall behandeln wir auch, der hat eben einen Unterschied, dass er hier ein festes, dampfdichtes Material hat. Oder es könnte sein, letzte Möglichkeit, wenn Sie den Innenverkleidung weggerissen haben, gucken Sie gegen eine Holzverschalung.
weil das Dach hat außenseitig erstmal eine Holzverschalung und auf der dann obendrauf eine Unterdachbahn, meistens dann Teerpappe bei älteren Häusern. Weil diese Dächer unterschiedliche Anforderungen stellen an die Notwendigkeit, ein Unterdach nachzurüsten, an die Notwendigkeit, Luftschichten beizubehalten und an die Notwendigkeit, die inneren Schichten luftdicht und dampfdicht zu bauen, muss ich Sie ein bisschen in die Bauphysik entführen. Und wenn wir uns über Bauphysik unterhalten, müssen wir erstmal die Begriffe klären, dass wir uns verstehen. Also erklären wir jetzt erstmal die Begriffe, auf die es ankommt. Die Schrägdachkomponenten von außen nach innen. Das Äußerste am Dach ist die Dacheindeckung, die dient dem Wasserablauf. Die kann aus Dachziegeln bestehen, aus Betondachsteinen, aus Schieferplatten, aus Eternitplatten oder aus Welleternit, aus Zinkblech oder Stahlblech. Das sind die häufigsten Dacheindeckungen. Die bleibt in Ihrem Fall erhalten, wenn Sie das Dach nur von innen sanieren. Unter der Dacheindeckung liegt meistens eine Lattenebene. Erstens zur Befestigung der Dachziegel. Sie hat aber noch weitere Aufgaben. Sie ist nämlich eine Belüftungsebene. Wenn hier irgendwoher Feuchte eindringt, kann zwischen den Dachlatten ein Luftstrom durchwehen, der die Feuchte wieder wegtrocknet. Außer den Dachlatten kann hier auch noch eine Konterlatte montiert sein, dass die so aufgeständert sind ein bisschen. Und dann hat diese Konterlatte die Aufgabe, dass unter ihr das abfließende Wasser auf einem Unterdach herabfließen kann. Werden Sie gleich alles noch vielfältig sehen. Die dritte Schicht von außen ist dann das eventuelle Unterdach, falls es vorhanden ist. Das kann Teerpappe sein, das kann eine Gitterfolie sein, eine Gewebebahn, es kann eine Baupappe sein, es kann auch eine Holzweichfaserplatte sein. Aufgabe ist, zweiter Wasserablauf unterhalb der Dachziegel und zugleich auch ein Windschutz für die Dämmung, dass der Wind, der außen stürmen kann, nicht bis an die Außenseite der Dämmung hinwehen kann und damit weniger Wärme abführen kann. Danach kommt jetzt die Balkenlage des Dachstuhls und dazwischen vielleicht Dämmung, vielleicht auch keine Dämmung im Altbau, unterschiedlich. Ist auch egal, weil die reißen wir eh raus, wenn wir von innen sanieren. Darunter kommt dann manchmal beim Altbau schon eine innere Luftdichtungs- oder Dampfbremsbahn. Wenn Sie das Dach neu herstellen, bauen Sie diese Schicht in jedem Fall als gesonderte Schicht heute ein. Auch wenn sie im Altbau noch nicht da waren. Diese Luftdichtungs- und Dampfbremsbahn kann eine Kunststofffolie sein, es kann eine Baupappe sein, es kann eine OSB-Platte sein, eine ganz feste Konstruktion. Es kann aber auch nur eine Alufolie sein, die unterseitig auf die Dämmung aufgeklebt ist. Auch die Alufolie kann die Aufgabe Luftdichtung und Dampfbremse erfüllen. In den 70er Jahren hat man viel so Mineralwolle mit Alufolie eingebaut, wo die Alufolie diese Dichtungsschicht war. Falls die jetzt bei Ihnen vorhanden ist, würde sie jetzt aber auch erstmal mit abgerissen, denn wir bei der Sanierung von innen legen wir den Hohlraum erstmal ganz frei. Dann kommt als innerste Schicht, sowohl im Bestand als auch bei der Wiederherstellung, eine Innenbekleidung. Früher war das meistens eine Putzschicht. Gipsputz auf Schilf, Gipsputz auf Holzlatten, Putz auf Heraklitplatten oder auch eine Holzvertäfelung oder heute vor allem Gipskarton. Gipskarton ist heute die häufigste Innenbekleidung. Die alten Innenbekleidungen, vor allem der alte Putz, war damals auch die luftdichtende Schicht. Die alte Holzvertäfelung war nicht luftdicht, aber braucht uns nicht interessieren, sie wird eh weggerissen. Das sind also die wichtigsten Komponenten. Und jetzt anhand dieser Komponenten zur Bauphysik. Bauphysikalische Aspekte haben Sie bei der Dachsanierung drei verschiedene. Wärmeschutz, Hitzeschutz und Feuchteschutz. Wärmeschutz ist einfach. Sie wollen, dass in der Heizperiode wenig Wärme nach außen verloren geht, deswegen wollen Sie dick dämmen und da kommen wir gleich drauf. Wichtig ist aber auch der sommerliche Hitzeschutz. Wenn draußen Hochsommer ist, sollen die Dachgeschosszimmer sich nicht überhitzen. Dazu dient auch die Dämmung. Allerdings wird dann die Dämmung teilweise andere Anforderungen gestellt.
komme ich ziemlich am Ende der Präsentation drauf, wenn ich über die Qualitäten der Dämmstoffe spreche. Und der wichtigste Aspekt der Bauphysik, nach diesen Wärmedämmaspekten, ist der Feuchteschutz. Die Dämmung und die Holzbauteile des Daches sollen dauerhaft trocken sein. Und darauf muss man besonders achten, wenn man alte Dächer saniert, dass man die luftdichtenden, dampfbremsenden und gegebenenfalls dampfsperrenden Schichten so anordnet, dass ein Dach immer leichter abtrocknet, als von irgendwoher Feuchte eindringen kann. Dann bleibt es dauerhaft trocken. So, den Feuchteschutz muss ich noch ein bisschen vertiefen, weil der so wichtig ist. Feuchte kann auf drei Wegen in das Dach eindringen. Als erstes natürlich durch Regen oder durch Schneeschmelzwasser von außen. Und wenn durch die äußere Dachhaut, also durch die Dachziegel, Regen, Gischt, Schneeflocken oder Schneeschmelzwasser eindringen und nach innen tropfen, dann ist das Unterdach dazu da, als zweiter Wasserablauf zu dienen und zu verhindern, dass dieses Wasser von außen in die Dämmschicht oder gar bis ganz innen durchdringen kann. Der zweite Weg, wie Feuchte in das Dach eindringen kann, ist durch Luftströmungen. Wenn die Innenverkleidung des Daches nicht dicht ist und die Raumluft, zum Beispiel aus einem Obergeschoss-Badezimmer, die feuchte Raumluft durch eine Ritze im Schrägdach in die Dämmschichten eindringen kann, einströmen kann richtig, weil da ein Durchzug besteht in der Ritze, dann können große Mengen Feuchte in das Dach eingetragen werden und kann es im Dach zur Feuchteanreicherung kommen. Um solche Luftströmungen zu vermeiden, kommt es vor allem auf die Luftdichtheit der neuen Innenbekleidung an, die sie schaffen werden. Da kommen wir ganz kurz vor Ende des Vortrags ganz ausführlich nochmal drauf. Und der dritte Weg, wie Feuchte in das Dach eindringen kann, ist durch Wasserdampfdiffusion. Diffusion ist, wenn Dampf durch ein Material durchwandert, also nicht durch eine Ritze strömt mit dem Luftstrom, sondern durch das Material durchwandert. Das sind kleine Ströme nur meistens, aber wenn sie stetig strömen, können sie auch eine ganze Menge Feuchte eintragen. Deswegen muss man bei der Wasserdampfdiffusion auch darauf achten, dass man immer mehr Abtrocknungsmöglichkeiten im Dachaufbau hat, als Möglichkeiten, dass Feuchte eindringen kann. Und das heißt, in Praxis übersetzt, auf der Innenseite, wo der Wasserdampf herkommt, weil die warme Innenraumluft feuchter ist als die kalte Außenluft, innenseitig sollen möglichst dampfbremsende Schichten angeordnet sein, sodass wenig eindringen kann. Und außenseitig des Daches sollen bis auf die Dacheindeckung möglichst diffusionsoffene Schichten da sein, sodass es nach außen hin zur kalten Winterluft leicht abtrocknen kann. Das Thema Abtrocknen ist dabei besonders wichtig. Und Feuchte kann auf drei verschiedene Weise abtrocknen. Durch einen diffusionsoffenen Aufbau, aber Diffusion ist wie gesagt nur ein ganz kleiner Feuchtestrom immer, also ein diffusionsoffener Aufbau kann auch nur wenig Austrocknung bewirken. Feuchte kann auch abtrocknen durch belüftete Luftschichten, wenn die Feuchte bis zu einer Luftschicht vorgedrungen ist, wo sie dann nach außen weggeweht wird. Also in der Ebene der Dachlatten zum Beispiel wird sicherlich eine belüftete Schicht sein. In manchen Aufbauten braucht man auch noch andere belüftete Schichten. Das zeige ich nachher noch. Das gilt besonders dann, wenn die äußersten Schichten keine Feuchte durchlassen. Wenn Sie ein Blechdach haben oder eine Zerrpappeschicht, durch die nach außen durch Diffusion nichts hindurch kann, dann muss unterhalb dieser sperrenden Schicht eine Luftschicht liegen, eine belüftete Luftschicht liegen, aus der die Feuchte herausgeweht wird. Und es gibt noch einen dritten Weg, wie Feuchte abtrocknen kann, nämlich nach innen zurück, wenn man in der Innenbekleidung eine diffusionsvariable Schicht hat. Das erkläre ich später noch, wenn ich bei den inneren Schichten angekommen bin. Wichtigste Grundregel ist, in ein Dach muss immer weniger Feuchte eindringen können, als zugleich abtrocknen kann. Dann bleibt es trocken. So. Und was Sie dafür tun müssen, hängt jetzt davon ab, wie die bleibenden Schichten Ihres Daches, also die Eindeckung, die Lattung und das eventuelle Unterdach beschaffen sind. Denn die beeinflussen die Frage, wie viel Feuchtigkeit nach außen abtrocknen kann. Ob die leicht nach außen abtrocknen kann, dann haben Sie wenig Stress.
oder ob die schwer nach außen abtrocknen kann, dann müssen Sie sorgfältiger planen. Hier sind nochmal die fünf Varianten. Wenn Sie es geöffnet haben, finden Sie nur Latten und Dachziegel vor. Das ist nicht mehr sicher regendicht. Sie müssen also ein Unterdach neu herstellen. Es ist aber sehr diffusionsoffen. Sie haben also mit Abtrocknung durch Diffusion kein Problem. Oder Sie finden eine alte diffusionsoffene Unterdachbahn vor. Die ist vielleicht noch regendicht, dann kann sie so bleiben. Oder muss vielleicht auch nachgebessert werden, wenn sie schon Mängel hat. Sie ist auch diffusionsoffen. Gestrichelte Linie heißt hier immer diffusionsoffenes Material. Oder Sie haben eine schon neuere Unterdachbahn, die diffusionsoffen ist, mit Konterlatten dahinter. Wenn die schon neuer ist, ist sie mit großer Wahrscheinlichkeit regendicht. Gut, schauen Sie sie genau an. Vielleicht hat sie auch irgendwo ein Loch, aber die so gebauten Bahnen sind eigentlich noch nicht arg verrottet. Die so gebauten Bahnen sind oft schon defekt, also die 10, 15 Jahre älteren. Und es ist auch diffusionsoffen. Oder haben Sie eine Teerpappe, also eine zwar regendichte, aber dampfbremsende Schicht, durch die keine Austrocknung so leicht erfolgen kann, ohne Schalung oder mit Schalung drunter. Diese Fälle besprechen wir jetzt zunächst mal ein bisschen einzeln, weil sie jeweils unterschiedliche Anforderungen stellen. Jetzt mal ein paar praktische Beispiele. Das ist ein altes Dach, ein sehr altes Dach, wahrscheinlich 1920 oder so. Ehemalige Putzbekleidung auf Schilfmatte. Abgerissen worden, dahinter nur Dachziegel ohne Unterdach, Dachlatten ohne Konterlatten. Die Ziegel waren ursprünglich mal zementverschmiert, das sieht man hier noch an den Fugen. Das altert natürlich auch, aber wenn Sie jetzt sagen, ich mache Sanierung nur von innen, die Ziegel bleiben, haben Sie hier ein nicht sicher regendichtes Dach. In diesem Dach müssen Sie ein Unterdach von innen nachrüsten. Ich schiebe es noch ein bisschen weiter rüber, dass Sie mich hier sehen können. Ich stehe nicht mal so in die Mitte. Also wenn kein Unterdach vorhanden ist, muss ein Unterdach nachgerüstet werden. Sonst kommt das Regenwasser, was hier auf die Dauer durchkommt, in Ihre Dämmung. Das ist ein Beispiel, wo ein Unterdach schon vorhanden war, aber eines aus den 60er oder 70er Jahren, aus diesen Gittermatten. Das bekannteste Produkt war Delta-Folie damals, das war der größte Hersteller. Glasfaserverstärkte Folienmatten, aber die Folien leider mit Weichmacher und der Weichmacher war UV-empfindlich und sobald ein Licht dran gekommen ist, ist es versprödet irgendwann. Hier sieht man völlig versprödete, eingerissene Bahnen, die als zweiter Wasserablauf nicht mehr funktionieren. Die waren mal regendicht, die sind aber nicht mehr regendicht. Sie sind diffusionsoffen, sowohl ursprünglich als auch durch die Löcher natürlich, die Sie jetzt haben. In diesem Fall müssen Sie das Unterdach, obwohl es teilweise schon vorhanden ist, von innen erneuern. Dann gibt es Bahnen mäßigen Alters, also nicht ganz neue, sondern auch schon, was weiß ich, 20 Jahre alte, die auf den ersten Blick noch ganz intakt aussehen, noch keine großflächigen Versprödungen aufweisen, vielleicht die ein oder andere Loch, das man dann zugeklebt hat oder zukleben kann. Hier muss man jetzt abwägen, ob man dieser Bahn die nächsten 30, 40 Jahre zutraut oder nicht. Wenn sie völlig einwandfrei, elastisch, nicht versprödet ist, denke ich, dann wird sie wohl auch noch eine Weile halten. Andernfalls können Sie auch hier unten drunter eine zweite Unterdachbahn nachrüsten. Dann haben Sie eine sehr lange Sicherheit, dass es der Wasserablauf auch funktioniert. Und das ist jetzt eine Unterdachbahn, eine neue Unterdachbahn, die schon mal erneuert worden ist. Das Foto stammt von dem Haus, wo auch das Dach neu eingedeckt wurde. Diesen Fall haben wir jetzt eigentlich nicht, aber ich habe leider kein anderes Foto. Man erkennt es ein bisschen an der Farbe. Heute sind es nicht mehr so weißliche Bahnen, sondern meistens farbige Bahnen. Die auch verklebte Übergänge schon haben, sodass hier an den Überlappungsstellen auch kein Wind reinkommt und auch kein Wasser reinkommen kann. Und außen sind auch schon Konterlatten montiert. Kann man es auf dem Foto nicht sehen ums Eck, aber wäre dann der Fall. Also wenn Sie ein Haus haben, wo man sagen wir in den letzten 20 Jahren das Dach erneuert worden ist, dann haben Sie mit großer Wahrscheinlichkeit schon eine dieser modernen, diffusionsoffenen Unterdachbahnen, die regendicht sind. Natürlich gucken, ob es auch wirklich stimmt, ob sie nicht beschädigt ist und die diffusionsoffen sind. Hier müssten Sie dann nichts tun, was die äußere
Schicht betrifft. Das ist jetzt ein Beispiel, wo an einem alten Dachstuhl ein Teerpappe-Unterdach vorhanden ist. In gutem Zustand, ne? Absolut regendicht, sehr stabil, aber Dampfbremsen. Die Teerpappe ist nicht diffusionsoffen oder nur ganz wenig diffusionsoffen. Wenn Sie ein solches Dach haben und die Teerpappe soll bleiben, dann müssen Sie um die Feuchte, ich zeige das mal hier in der unteren Skizze, die Feuchte, die hier woher auch immer mal eindringen kann, abtrocknen lassen zu können, müssen Sie unter dieser Folie einen Luftspalt lassen. Ich habe hier die blauen Pfeile eingezeichnet, durch die die Feuchte im Luftstrom weggelüftet werden kann. Es gibt noch eine Alternative dazu, dass Sie sagen, Sie dämmen hier doch ziemlich nahe bis an diese Matte heran. Hier ist er, die Maus. Und bauen hier unten dafür eine Folie ein, die eine Abtrocknung zum Raum hin ermöglicht, wenn mal Wasser eindringt. Das werde ich später noch genauer erklären. Normalerweise ist aber die Regel, wenn Sie ein stark dampfdichtes Unterdach haben, sollten Sie darunter einen Luftspalt belassen. Der reduziert dann Ihre Höhe, wie viel Dämmstoff Sie einbauen können. Schafft aber die große Sicherheit, dass Sie eben die Feuchte über den Luftstrom, der da drin möglich ist, nach oben oder nach unten, jedenfalls nach außen, abführen können. So, letztes Beispiel. Sie haben ein altes Dach und wenn Sie es von innen aufgemacht haben, gucken Sie auf Bretter. Das Dach hat eine Bretterschalung obendrauf. Das hat man vor allem im ländlichen Raum in stark windbelasteten Gegenden, wenn ein Haus frei auf dem Feld steht und bei Sturm wirklich stark von Wind beaufschlagt ist, war das immer die allergrößte Sicherheit, dass der Wind nicht die Dachziegel abdeckt, weil die Bretterschalung, die reißt keinen Wind weg. Ne? Und auf diesen Bretterschalungen ist dann, weil natürlich ein Holzbrett nicht sehr wasserabweisend ist, meistens außen eine Teerpappebahn drauf. Und dann ist eine Konterlatte, eine Dachlatte und die Dachziegel drauf, so wie es hier skizziert ist. Eine sehr, sehr solide Konstruktion, eine sehr sturmsichere Konstruktion, eine sehr regendichte Konstruktion, aber leider wegen der Teerpappe stark dampfbremsend. Weswegen Sie auch hier, um eine Austrocknung von innen kommender Feuchte zu ermöglichen, nicht den ganzen starren Zwischenraum mit Dämmstoff füllen dürfen, sondern über der Dämmung einen Luftspalt belassen müssen, der eventuell eindringende Feuchte nach unten oder oben abführt. Auch hier besteht die Alternative zu sagen, ich mache unten eine diffusionsvariable Folie hin, erkläre ich später noch genauer. So, wenn Sie jetzt ein Dach haben, das kein Unterdach hat, wo Sie also auf jeden Fall eins nachrüsten, oder eine defekte alte Unterdachbahn hat, sodass Sie da unten drunter eine neue Unterdachbahn montieren, dann gibt es dafür zwei Möglichkeiten, wie Sie das technisch machen können. Sie können entweder eine Folie wieder so einbauen mit rechts einer Leiste, links einer Leiste und in der Mitte eine Rinne bildend, also durchhängend, dass das Wasser in der Rinne abläuft und nicht zum Rand hin getrieben wird. Oder Sie können eine harte Holzfaserplatte mit leichtem Übermaß hier einklemmen, sodass sie nach unten durchgebogen ist und die auch mit zwei Leisten befestigen. In jedem Fall sollte eine Rinne ausgebildet werden, dass das Wasser, was hier irgendwo durchkommt, am tiefsten Punkt der Rinne nach unten geführt wird. Und wenn Sie natürlich für die Rinne eine gewisse Höhe brauchen, sagen wir mal bei 60 cm Sparrenabstand 3 cm in der Mitte, dann können Sie nicht mehr den ganzen Sparrenzwischenraum mit Dämmstoff füllen, sondern Sie müssen hier oben einen Spalt oberhalb des Dämmstoffs lassen, in dem die Rinne sich dann durchwölben kann. Sie dürfen die Rinne, besonders dann, wenn es eine Folie ist, die Sie einspannen, nicht platt drücken, sonst läuft das Wasser wieder seitlich irgendwo ans Holz hin. Was auch ganz wichtig ist bei nachträglich eingebauten Unterdächern, Rinnen oder Platten, ist, dass die an ihrer Unterseite am Dach bis über die Außenwand hinübergeführt wird. Es nützt ihnen nichts, wenn sie im oberen Bereich des Daches das Wasser auffangen. Das rennt dann in der Rinne 2,50 Meter abwärts und kommt dann aber trotzdem noch an der Fußfette innen im Haus zum Vorschein und läuft dort ins Haus hinein. Die Rinne muss nicht bis zur Regenrinne führen, aber bis über die Außenmauer hinaus führen, sodass es dann schlimmstenfalls außen an der Fassade runterläuft. Wie kann man solche Unterdachbahnen
nachrüsten. Hier mal zwei Fotos von ausgeführten Beispielen. Das linke ist eine Folienlösung. Man sieht hier in dem rechten Teil die Folie gerade um die Ecke geschlagen. Wenn man hier genau hinguckt, sieht man eine ganz kleine Holzleiste, die da angenagelt worden ist, um die Folie festzuhalten. Die Folie ist auch nach unten so weit geführt worden, dass sie über die Mauerkrone hinweg nach außen führt. Und sie ist auch hier in dem Dachflächenfensterausschnitt sorgfältig montiert worden. Man sieht hier nicht so richtig, wie sie durchhängt. Wenn sie ein bisschen mehr durchhängen würde, wäre es noch besser. Und rechts sehen Sie ein Beispiel, wo nachträglich ein Unterdach eingebaut worden ist mit einer leicht gebogenen Holzweichfaserplatte. Die muss dann bituminiert oder paraffiniert sein, dass sie kein Wasser aufsaugt oder wasserabweisend beschichtet sein auf der Außenseite. Und hier sind die Platten überlappend verlegt, also die jeweils obere ist außenseitig über der jeweils unteren und unten ragen die Platten auch über die Mauerkrone hinweg bis Außenkante Außenwand, sodass das Wasser geordnet ablaufen kann. Hier sehen Sie auch schon Vorbereitungen für den größeren Dämmstoffhohlraum, aber das besprechen wir später. So, nachdem wir also das eventuelle Unterdach geklärt haben, sehen Sie, kommen wir jetzt zu der Frage, wie sollen wir dämmen? Wie dick, welche Qualität ist gewünscht? Welche Qualitäten sind nötig, wenn Sie Fördermittel haben wollen? Welche Materialien stehen zur Verfügung und wie kann man die einbauen? Zum Thema gewünschte Qualität, hier mal ein kleines Foto. Es gibt halt schon sehr schlecht gedämmte Dächer. Ne? An diesen beiden Doppelhäusern sehen Sie den Unterschied gedämmt und ungedämmt. Auf der Hälfte taut die Dachfläche immer sehr schnell ab, der Schnee, wenn es geschneit hat. Ne? Und auf der Dachfläche bleibt der Schnee liegen. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie müssten auf einem solchen Dach morgens mit einem 1000 Watt Föhn aus dem Badezimmer den ganzen Schnee wegtauen und das müssten Sie jeden Tag machen, wenn es schneit, dann haben Sie eine Vorstellung, wie viel Energie da durchgeht, wenn ein Dach schlecht gedämmt ist. Ja, bei der Frage, wie dick dämmen, kommt es auf Winter und auf Sommer an. Ein Dach ist grundsätzlich schlecht gedämmt, wenn es drunter im Winter kalt ist. Man kann natürlich dann immer stärker heizen, aber man merkt den Unterschied schon an den kalten Oberflächen. Oder wenn es im Sommer zu heiß ist, weil die von außen drauf strahlende Sonne mit ihrer Wärme doch sehr stark nach innen durchdringt. Wenn man diesen winterlichen Wärmeschutz und sommerlichen Hitzeschutzbedarf vergleicht, stellt der sommerliche Hitzeschutz, der ja für den Komfort auch sehr wichtig ist, die höhere Anforderung an die Dämmung. Mit wenig Dämmung kann man es trotzdem warm kriegen, aber mit wenig Dämmung können Sie die Überhitzung nicht vermeiden. Einen richtig befriedigenden sommerlichen Hitzeschutz kriegen Sie bei üblichen Dämmstoffen ab etwa 28 cm Dämmstärke. Erschrecken Sie nicht, solche Dämmstärken sind heute völlig üblich. Auch noch dickere, im Passivhausbereich sind wir bei 30 bis 40 cm. Und diese Qualität können Sie in vielen Fällen im Altbau nachträglich herstellen. Das werden wir sehr ausführlich gleich besprechen. Neben der Dicke des Dämmstoffs spielt auch die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs eine Rolle. Kommen wir nachher auch drauf. Und die Masse des Dämmstoffs. Schwere Dämmstoffe sind im Sommer bessere Zwischenspeicher für Wärme als sehr leichte Dämmstoffe, die sich dann eben schneller erwärmen. So viel mal grundsätzlich zum Wärmeschutz. Und jetzt zu den Qualitätsabstufungen. Ich muss mein Bild noch ein bisschen weiter mehr auf die Seite schieben. So, ich muss aber trotzdem in der Mitte sitzen. Die Qualität von Dachdämmungen, von Schrägdachdämmungen, kann man in so eine Skala A, B, C, D, E, F, G wie bei den Kühlschränken und Waschmaschinen sortieren. Wenn der U-Wert, das ist die Maßeinheit für den Wärmedurchgang eines Bauteils, unter 0,15 ist, ist es sehr gut. Das ist das, was wir heute im sehr guten Neubau regelmäßig machen und bei der Altbausanierung eben auch machen können. Dann haben wir über 25 cm Dämmstärken, üblicherweise. B, gut, U-Werte um 0,25 sind 19 bis 25 cm, also 20 bis 25 cm Dämmung ungefähr. C ist 7 bis 18 cm, das ist der Standard so der 80er Jahre. Ne? D, U-Werte unter 0,5, 3 bis 6 cm Dämmung ist Standard der frühen 70er Jahre, Ende 60er Jahre.
E mit U-Werten unter 1. 1 bis 2 cm Dämmung ist Ende 50er, frühe 60er Jahre. F mit U-Werten über 1,5 ist, wenn ein Dach außer einer Innenbekleidung und Dachziegeln gar keine Dämmung, keine Extradämmung enthält. Und aber nur einen schwach belüfteten Sparrenzwischenraum. Also einen Sparrenzwischenraum, der unten mit Draufkasten und oben am First auch zu ist. Und ganz schlecht, G wie grauenvoll, ne? U-Werte über 2 sind Dächer ohne Dämmung mit einem außerdem noch stark belüfteten Sparrenzwischenraum, wo der kalte Winterwind eben durchpfeifen kann. Wo Sie sich hier einsortieren wollen, steht Ihnen frei. Ich empfehle Ihnen natürlich A zu wählen. Und hilfreich für die Entscheidung ist vielleicht, welche Anforderungen sind gestellt, wenn Sie Bundesfördermittel, Bocholter Fördermittel, Finanzamtsfördermittel nutzen wollen. Hier ist es so, dass wenn Sie Einzelmaßnahmen bei der Sanierung nur zur Förderung beantragen, also nicht insgesamt ein Effizienzhaus herstellen, sondern wenn Sie nur für das Dach oder nur für die Fenster, also für Einzelmaßnahmen, Fördermittel beantragen wollen, müssen Sie bei allen Bundesprogrammen einen U-Wert herstellen, der nicht größer als 0,14 ist. Kleiner gleich 0,14. Dafür brauchen Sie je nach Dämmstoffqualität 26 bis 30 cm Dämmung. Kann auch mal ein bisschen mehr sein, wenn viel Holz dabei ist, oder ein bisschen weniger, wenn Sie einen extremen Hochleistungsdämmstoff einsetzen wollen, der dafür aber auch andere Probleme aufwirft. Wenn Sie in Bocholt aus dem Förderprogramm Altbau Optimal Zuschüsse haben wollen, ist dort die Anforderung, dass Sie mindestens 24 cm Dämmstoff bezogen auf Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035, das ist so ein ganz üblicher Dämmstoffqualität, verwenden. Wenn Sie beide Fördermittel nutzen wollen, müssen Sie beide Anforderungen erfüllen, sofern es kumulierbar ist. Bin ich nicht in der Maus? Hier. So, wenn wir jetzt überlegen, wie viel Zentimeter Dämmstoff wir realisieren können, ist die Frage, wie kann ich den Hohlraum dafür schaffen, um die Dämmung unterzubringen. Das will ich ein paar Beispielen erklären. Genau. Zunächst ein Überblick über die üblichen Materialien zur Hohlraumvergrößerung. Sie können unter die Sparren Latten schrauben. Sie können Balken schrauben. Balken gibt es in allen Größen, was weiß ich, von 10 bis 50 cm. Ne? Sie können auch Sparrenexpander verwenden. Das sind extra Spezialprodukte, die aus einer Sperrholzplatte und einer daran angeleimten Querlatte bestehen, die man seitlich an den vorhandenen Sparren annageln kann, sodass sie weiter runterragen. Dadurch schafft man mit sehr wenig Montageaufwand eine zusätzliche Höhe. Gibt es in verschiedenen Größen zu kaufen, von verschiedenen Herstellern, kann man auch selber basteln. Ne? Jedenfalls hier wenig Holz, geht ja nur um die Kraft der Abhängung. Ne? Muss ja nicht wie ein Dachstuhl die ganzen Dachlasten halten, sondern hält nur die Dämmstoff fest und die Gipskartonplatte. So, und wenn Sie mit den Produkten nicht klarkommen, wenn Sie noch mehr machen wollen, können Sie auch einen Filigranträger zum Beispiel statt eines Vollholzbalkens unter Ihre Sparren schrauben. Die gibt es in Höhen von 24 bis 40 cm. Haben sehr wenig Holz in der Mitte, haben oben und unten eine Montageleiste und damit können Sie die tollsten Konstruktionen hinkriegen. Ich will Ihnen jetzt zuerst mal an dem wahrscheinlich häufigsten Fall Dach mit vorhandener durchhängender Unterdachbahn oder nachgerüsteter durchhängender Unterdachbahn Prinzipskizzen zeigen, wie man sowas machen kann. Skizze 1 zeigt, unter dem Sparren wird eine Latte montiert. Unter der Latte, also der Zwischenraum, wird dann mit Dämmstoff gefüllt. Unter dieser Lattendämmstoffschicht kommt dann die Dampfbremse und Luftdichtungsbahn rein. Unter der kommt die Querlattung, an der Sie den Gipskarton festschrauben, das ist diese Leiste hier. In deren Zwischenräumen können Sie auch nochmal Dämmstoff reinlegen, 3-4 cm dick zum Beispiel. Und dann kommt unten die Gipskartonplatte drunter. So ein Aufbau kann also zum Beispiel bei einem 14 cm hohen Sparren minus 3 cm nicht nutzbare Höhe wegen der durchhängenden Unterdachbahn, haben Sie hier oben nochmal 10 cm drin, hier nochmal 4 cm, hier auch nochmal 4 cm, hätten Sie also dann 18 cm Dämmung. Wäre relativ simpel.
ist aber noch keine förderfähige Qualität. Natürlich können Sie die Latten dicker nehmen, auch diese Latte können Sie dicker nehmen, dann kommen Sie noch auf mehr Zentimeter. Statt einer Latte können Sie unten drunter auch einen Hochkantbalken montieren, 12 bis 20 cm, kann auch schlank sein, muss halt nur irgendwie befestigt werden. Oder Sie können den Sparren-Expander hier an den Sparren seitlich dran nageln und nach unten runterhängen lassen. Oder Sie können unter den Sparren einen Filigranträger schrauben. Eine dieser Lösungen wird bei Ihnen gut passen. Immer haben Sie unten drunter Luftdichtung, Dampfsperre, Querlatte, vielleicht noch mit Dämmstofffüllung und Gipskartonbekleidung. Das ist die übliche Vielfalt von Innenbekleidungen. Mal ein paar Beispiele dazu. Links sehen Sie ein Dach ohne altes Unterdach. Hier kommt nachher, also bei diesem Haus kam dann nachher noch die Unterdachbahn rein. Man hat nur eben zuerst diese Latten montiert. Hier sehen Sie eine hochkant drunter gesetzte Latte, die mit Nagelblechen befestigt wurde. Das war sehr einfach zu nageln. Und hier ist dann als Einbauhöhe zur Verfügung gestanden 16 cm Sparren, 6 cm Latte hochkant und dann nochmal 4 cm in der späteren Querlattung. Insgesamt 26 cm Dämmstoffhöhe möglich. Hier ist ein Dach, wo die Längslatte, die drunter gemacht worden ist, nicht direkt draufgeschraubt worden ist, sondern mit ganz langen Schrauben quasi auf Distanz zur Latte davor gehängt worden ist. Und dass sie nicht abknickt, die Schraube, steht die hier unten am Boden auf. Also die Schraube hält nur die Zugkräfte und die Stütze steht hier unten auf der, was ist das, Fußfette oder Betonaufkantung auf. In diesem Fall hatten wir einen 14er Sparren, 4 cm Luft dazwischen, 4 cm Latte, 14 plus 8 und 4 in der späteren Querlattung, auch 26 cm Dämmung. Dieser Bauherr hat unter der Teerpappe keine Luftschicht gelassen, wie ich es vorhin geraten hatte. Er hat innen dann eine diffusionsvariable Folie gemacht und damit seinen Feuchteschutz sichergestellt. Zwei andere Beispiele noch. Ein Haus mit relativ hohen Sparren, 20 cm hohe Sparren. 6 cm Zusatzlatte, sind wir bei 26 cm. Und in der Querlattenebene nochmal 4 cm, die sieht man hier schon reingesetzt. 20 plus 6 plus 4 gibt 30 cm Dämmung. Hier wurde die Dampfsperre erst unter diesen Querlatten montiert, nicht schon unter der Längslatte. Das kann man auch machen. Es ist bei der Gipskartonanschrauberei manchmal ein bisschen hinderlich, wenn hier die Folie im Weg baumelt, aber es geht grundsätzlich. Die Folie dahinter, also hinter der innersten Latte, hat den Vorteil, dass sie relativ gut abgestützt ist und dass, wenn man hier noch Stromkabel legen will, man die alle innenseitig der Folie verlegen kann und nicht durch die Folie durchschlängeln muss. Hier rechts noch ein anderes Beispiel. Hier oberhalb davon ist der 12 cm hohe alte Sparren und dieser Mensch hat einen zweiten Zusatzbalken auch 12 hoch unten drunter geschraubt. Man sieht es an der Dämmstoffabstufung hier. Das ist die Dämmung zwischen den alten Sparren und das ist die zweite Dämmstoffplatte, die zwischen den zusätzlichen Balken eingebaut ist. Und dann hat er innen noch eine 8 cm hohe Querlatte montiert, sodass er auf 12 plus 12 plus 8 auch auf 30 cm Hohlraumtiefe kam mit seiner normalen Dämmung. Hier mal ein Bild mit Sparrenexpandern. Sie sehen hier diese Sperrholzplatten und die Querlatte, die am Sparrenexpander schon dran ist. Dahinter sehen Sie jetzt noch den alten Balken und hier oben sind die Befestigungsschrauben, wie der Sparrenexpander seitlich in den Balken reingeschraubt ist. An dem Balken ist er von der Rückseite angeschraubt, da sieht man den alten Balken noch in voller Höhe. Hier ist er jetzt auf der Vorderseite angeschraubt. Also diese Sparrenexpander sind ganz geschickt. Hier war ein 12 cm Sparren und ein 26 cm hoher Expander. Davon 6 cm überlappend eingebaut, also nur 20 cm zusätzliche Tiefe. 12 plus 20 gibt 32 cm Hohlraum für Dämmung. Das ist eine gute Dämmqualität. So, das waren jetzt alles Beispiele für durchhängende Unterdachbahnen. Wenn wir oben eine stramm gespannte Unterdachbahn haben, eine diffusionsoffene, stramm gespannte,
wo Wasserablauf und Belüftung hier außerhalb stattfinden kann. Dann können wir den ganzen alten Sparrenzwischenraum für Dämmstoff nutzen und unterseitige Zusatzdämmungen anbringen. Insofern ist es jetzt dasselbe Schema, wie wir gerade gesehen haben, bloß ist oben immer die Sparranlage komplett gedämmt. Kommen wir natürlich auf 3 cm mehr Dämmstoffstärke in allen Fällen gegenüber, ich blätter nochmal gerade zurück, gegenüber dieser Variante, wo wir oben immer 3 cm nicht dämmen konnten, weil wir diese Rinnenbildung von der neuen Unterdachfolie oder Unterdachplatte dafür den Raum zur Verfügung stellen mussten. So, dann die weiteren Varianten. Wenn wir eine dampfdichte Teerpappe-Unterdachbahn haben, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder wir lassen unter dieser Teerpappe-Unterdachbahn einen richtig großen Luftspalt, also ich würde mal sagen am tiefsten Punkt wenigstens 3-4 cm, am Rand dann natürlich mehr, sodass Feuchte, die hier hinkommt irgendwoher, durch diesen Luftspalt unterhalb der Teerpappe abtrocknen kann. Das können wir natürlich unterseitig wieder mit Latte, mit Balken, mit Sparrenexpander oder mit Filigranträger machen. Aber hier oben geht uns jetzt noch mehr Höhe verloren als bei den beiden vorigen Versionen. Alternativ dazu können wir sagen, wir wählen die Lösung mit einer diffusionsvariablen Unterdachbahn hier unten, die ich dies jetzt mal grün eingezeichnet habe, um den Unterschied deutlich zu machen. Dann haben wir eine Austrocknungsreserve auch nach innen her, im Störfall, wenn es mal nass werden sollte. Und können den Luftspalt, der hier oben unter der Teerpappe ist, etwas kleiner machen. Am Rand wird er bei einer gewölbten Bahn sicherlich trotzdem vorhanden sein. In der Mitte könnte er die Dämmung schon in die Teerpappe anstoßen. Ob diese Konstruktion geht, muss im Einzelfall geprüft werden. Da spielen eine ganze Menge Randbedingungen eine Rolle. Auch die Art der Dacheindeckung, Norden, Süden, Grasdach, was weiß ich, Flachdach, wie lang dieser Spalt ist, durch den die Luft strömen soll, ob da von unten gut Luft rein kann, ob die Luft oben gut raus kann aus diesem Spalt, spielen viele Faktoren eine Rolle. Wenn Sie diese Lösung anstreben, sollten Sie das im Einzelfall von einem Bauphysik-Sachverständigen beurteilen lassen. Wer einem auch hilft, sind die Hersteller dieser diffusionsvariablen Folien. Wenn Sie denen eine genaue Beschreibung ihrer Konstruktion geben, kriegen Sie von denen teilweise grünes Licht dafür, die Folien zu verwenden oder auch den Hinweis, dass es nicht geht. So, letzter Fall, relativ selten, mit Holzschalung. Ne? Genau dasselbe Thema. Unter der Holzschalung muss ein relativ großer Luftspalt bleiben zur Abtrocknung mit den verschiedenen Konstruktionen unten drunter mit den neuen. Oder Sie können auch bei der Holzschalungsteerpappe-Variante sagen, ich verlasse mich hier auf eine diffusionsvariable innere Dampfsperre und nutze dafür den Hohlraum hier oben vollständig aus und lasse da nicht 5-6 cm Spalt für die Luftschicht. Sie merken an den 4 Varianten schon, dass es sehr von der Art und Weise Ihres Unterdaches abhängt, was Sie innen tun können oder tun müssen. So, wenn Sie dann Ihren Hohlraum hergestellt und mit Dämmung gefüllt haben, müssen Sie innen heute eine Luftdichtungs- und Dampfbremsbahn einbauen. Die hat 2 verschiedene Funktionen. Sie verhindert, dass es eine Luftdurchströmung durch das ganze Dach gibt, weil mit einer Luftdurchströmung sehr viel Feuchte eingetragen werden könnte. Das wollen wir nicht. Auch es würde auch Wärme verloren gehen, wollen wir auch nicht. Und die innere Luftdichtungs- und Dampfbremsbahn sollte möglichst den Feuchteeintrag von innen verhindern, also dampfbremsend sein. Es gibt den Begriff Dampfbremse und Dampfsperre. Eine Dampfsperre ist eine Dampfbremse, die ganz stark bremst, wo fast nichts durchgeht. Und eine Dampfbremse ist eine, die ganz überwiegend bremst, aber nicht hundertprozentig. Alufolie bremst hundertprozentig zum Beispiel, ne? Wenn sie vollflächig verarbeitet ist und keine Fugen hat. Ne? Die heutigen Luftdichtungs- und Dampfbremsbahnen sind stark dampfbremsend und das ist auch ausreichend eigentlich für den Zweck. Wenn man diese Luftdichtungs- und Dampfbremsbahn verlegt, ich zeige gleich Bilder aus der Praxis, kommt es auf 3 Dinge an. Vor allem muss es eine dauerhaft luftdichtende Verbindung zwischen der Bahn oder den verschiedenen Streifen dieser Bahn, ist ja nicht eine einzige Stück Folie, sondern mehrere Stücke nebeneinander, und allen angrenzenden Bauteilen sein. Es muss eine dauerhaft luftdichtende Schicht bilden. Bahnen untereinander,
angrenzende Bauteile. Die grenzt unten an den Boden vielleicht, seitlich an die Decke. Und da oben an die Decke, Entschuldigung, seitlich an die Wände. Und vielleicht sind zwischendrin auch noch Dachflächenfenster oder Gauben, an die sie angrenzt. Und diese Folie grenzt auch oder an durchdringende Bauteile, wie zum Beispiel ein Holzbalken, der durchgeht, ein Stahlträger, der durchgeht, ein Rohr, was durchgeht, Kabel, die durchgehen, Schornsteine, die durchgehen. Also an allen die Durchdringungen muss sie auch dauerhaft luftdicht angearbeitet sein. Hier mal ein paar Beispiele aus der Praxis. Das ist ein ganz steiles Mansarddach hier. Also fast eine Wand, ne? Aber es ist ganz leicht schräg. Und man sieht hier, die dämmenden Schichten sind schon eingebaut und die luftdichtende Schicht, hier eine blaue Folie, ist auch schon eingebaut und sie ist unten mit einer Anpressleiste, um die es herumgewickelt worden ist, an den Boden angedichtet. Hier hinten ist er dann an die Wand angeklebt oder auch mit einer Anpressleiste befestigt. Hier oben endet sie noch unter dieser Holzzwischendecke und muss dann verbunden werden mit der luftdichtenden Folie, die später unter dieser Decke langläuft. Und die einzelnen Bahnen dieser Folie müssen dann sauber mit Klebeband verklebt werden. Die Folie wird von diesen Latten festgehalten. In dieser Lattenebene können auch noch Stromkabel verzogen werden. Und zwischen den Latten hat dieser Bauherr jetzt auch nochmal eine Dämmschicht eingebaut. Und er hat jetzt als raumseitige Bekleidung, ich glaube aus Stabilitätsgründen, weil er da Fliesen hinmachen wollte, hier noch eine USB-Platte montiert. Man könnte sonst auch gleich den Gipskarton hier davor montieren. Rechts ein anderes Beispiel, etwas schrägeres Dach, auch halbfertig, auch eine blaue PE-Folie als Luftdichtungsbahn, die hier als große Folie ausgewickelt worden ist. Hier hinten können Sie sich den Anschluss an die unverputzte Mauer, da wo früher der Trempel abseite war, oder an die verputzte Mauer vorstellen. Hier ist die wahrscheinlich angeklebt mit Kartuschenkleber. Nach unten ist sie jetzt noch nicht fortgesetzt, sie muss dann hier an den Boden angearbeitet werden. Wenn Sie die Bilder genau angucken, fällt Ihnen auf, das ist eine Betondecke und das ist eine Holzbalkendecke. Betondecken sind massiv, da kann man einfach oben drauf abdichten. Holzbalkendecken sind hohl. Also wo endet diese luftdichtende Schicht unten? Oben auf dem Brett oder an der Fußfette? Und was ist dann mit dem Luftspalt, der hier unten drunter ist, von innen nach außen? Das muss sorgfältig durchdacht werden. Wenn das ein Obergeschoss ist und darunter ist jetzt das Erdgeschoss zum Beispiel, muss die luftdichtende Schicht des Erdgeschosses, das ist der Innenputz von der Außenwand, angearbeitet werden an die von oben kommende Folie. Dazwischen darf nicht irgendwo eine ganze Lage unklare Dichtheit übrig bleiben. Da kann ich Ihnen jetzt nicht die Patentlösung sagen, jedenfalls müssen Sie sich mit dem Hohlraum da hinten sorgfältig auseinandersetzen, dass Sie eine durchgehende luftdichtende Schicht haben und Ihnen nicht die Außenluft hier durch die Holzbalkendecke durchweht. Hier noch ein Beispiel von jemandem, der eine Klarsichtfolie als Luftdichtung und Dampfbremse eingebaut hat. Das Bild ist ziemlich alt, 16 Jahre alt. Ich weiß nicht mehr genau, was das für eine Folie war, die ich damals fotografiert habe. Heute gibt es eigentlich keine so Klarsichtfolien für diesen Zweck. Die Folien sind fast alle trüb oder farbig oder andersartig. Worauf ich hinweisen möchte ist, bitte denken Sie nicht, Folie ist Folie und ich nehme die billigstmögliche Baumarktfolie, 100 Quadratmeter, 3,75 Euro. Sie brauchen eine Folie, die dauerhaft funktioniert, denn Sie wollen dieses Dachbauteil in den nächsten 50 Jahren nicht auseinandernehmen. Und deswegen darf es auf keinen Fall eine PVC-Folie sein. PVC-Folien sind nicht so langlebig. Die haben Weichmacher drin, die irgendwann ausdünsten, dann verspröden sie. Es sind meistens PE, Polyethylenfolien. Es gibt auch noch andere Folienmaterialien, aber ich rate Ihnen dringend, nehmen Sie nur eine Folie, die als Luftdichtung und Dampfsperre vom Hersteller vorgesehen ist und nicht irgendeine Abdeck- oder sonst was Malerfolie. Wenn die nämlich versagt, haben Sie hohe Kosten, die dann ein zweites Mal da einzubauen. Und vorher vielleicht schlimmstenfalls sogar noch einen Feuchteschaden, wenn sie versagt und Sie merken es gar nicht rechtzeitig. Noch ein paar Detailpunkte zu dieser Luftdichtungsschicht. Allseitig dauerhaft luftdicht anarbeiten ist eine relativ große Herausforderung, wenn Sie viele komplizierte Stellen haben. Der Einbau eines Dachflächenfensters im Schrägdach ist zum Beispiel so eine komplizierte Stelle.
Der Einbaurahmen des Dachflächenfensters muss mit der Folie dauerhaft luftdicht verbunden werden und dahinter darf auch keine Dämmstofffehlstelle sein. Auf diesem Foto sieht es ziemlich schlampig aus. Das ist noch nicht gelöst und so wie ich es in Erinnerung habe, hat der Bauherr das leider auch nicht richtig gelöst. Auf diesem Foto hier rechts oben sehen Sie, hat jemand sehr sorgfältig die Leibung zu dem Dachflächenfenster hin ausgekleidet und mit richtig gutem Klebeband auch an den äußeren Rahmen von dem Dachflächenfenster angearbeitet. Hier unten auch. Das ist ein Velux-Fenster. Velux hat als Zubehör einen hier schon anmontierbaren Folienrand, den man dann so rausziehen kann und den man mit der Luftdichtungsbahn, die hier im Schrägdach eingebaut ist, dann hier nur noch an der Kante verbinden muss. Wenn Sie Glück haben, passt es bei Ihnen wunderbar. Wenn Sie nicht so viel Glück haben, müssen Sie auch hier noch mit Übergangsfolienstücken und Klebebändern arbeiten. Aber jedenfalls wichtig ist, den Rand, also den Blendrahmen vom Dachflächenfenster, allseitig an allen vier Seiten mit den Folien in der Leibung hier und der Folie in der Fläche verbinden. Wie schließt man Folien an die Wände an, an verputzte Wände oder auch an rohe Wände? Es gibt eigentlich drei Techniken. Von der dritten habe ich leider kein Foto. Die heute gängigste Technik ist, dass man mit einem Kartuschenkleber auf eine geprimerte Wand oder einen geprimerten Putz drauf eine so eine Kleberaupe setzt und dann die Folie da drauf drückt. Und dann, je nach Temperatur und Feuchtigkeit, kann das ziemlich lange dauern, bis der Kleber abbindet. Also auf keinen Fall nach einem halben Tag oder nach ein paar Stunden. Das kann Tage dauern, besonders wenn es kühl und feucht ist. Vorher ist die nicht auf Zug belastbar, dann geht sie wieder ab. Aber nachher klebt das relativ gut. Eine alte, ältere Methode war, dass man die Folie am Rand umschlägt, hinter die Folie ein kleines Kompriband einlegt, vorne eine Halteleiste macht und die dann durchschraubt, ne, oder durchdübelt. Das ist natürlich eine sehr solide mechanische Sicherung, aber auch ein bisschen mehr Arbeitsaufwand. In meinem Haus würde ich es wahrscheinlich so machen. Oder ich würde diese Kleberaupe noch durch eine Leiste sichern. Ich würde mich wahrscheinlich in meinem Haus nicht auf so eine reine Verklebung verlassen wollen. Weil wenn Sie sich mal vorstellen, dass draußen Windstärke 7 oder 8 ist und diese Folie wird richtig von dem Winddruck durch alle Dämmschichten durch bewegt und zerrt dann, weil sie sich durchbeulen will, an diesem Rand, ne, dann muss der Kleber hier die ganzen Kräfte aufhalten. Die Windlasten, die auf dem Dachstuhl liegen, sind die größte Beanspruchung für die Folie. Das sehen Sie während der Bauzeit nicht, wenn es nicht schon während der Bauzeit mal ganz stark stürmt, ne? Aber das kann danach jederzeit vorkommen. Ja, Luftdichtung und Dampfbremse im Dach verarbeiten, sind viele Kleinigkeiten auch zu beachten. Sie müssen die durchdringenden Rohre sauber abdichten, das ist hier noch gar nicht geschehen. Sie müssen durchgehende Elektrokabel abdichten, das ist hier auch noch nicht vollendet. Sie müssen durchgehende Fallrohre, die in der Raumecke vielleicht ungeschickterweise sind, ganz außenrum abdichten. Das ist hier auch nicht gelöst. Ich zeige Ihnen mal nur die Probleme. Die Lösungen gibt es dafür alle mal. Wenn man rechtzeitig dran denkt, kann man das alles sehr gut hinkriegen. Bitte geben Sie sich auch die erforderliche Mühe, denn wenn Sie 70 Quadratmeter Dach toll gemacht haben und 0,5 Quadratmeter stark geschlammt haben, kann es sein, dass in den 0,5 Quadratmetern gerade nachher Ihr Bauschaden auftritt. Und das wünsche ich Ihnen nicht. Letzter kleiner Trick, wenn Sie dann am Ende bei der Innenbekleidung angekommen sind, also die Gipskartonplatten an die Leisten schrauben, nehmen Sie bitte nie Schrauben, die so lang sind, dass Sie hinten aus der Leiste rausgucken können, auch dann nicht, falls Sie mal ein bisschen zu tief reingedreht werden. Denn wenn hinter der Leiste direkt Ihre Dampfbremsfolie sitzt und Sie jagen 150 Schrauben oder 500 Schrauben, das kommt bei einer Baustelle schnell zustande, durch und alle Schraubenspitzen machen Ihre Folie hinten kaputt, dann haben Sie sehr viel kaputt gemacht von dem, was Sie gerade mühselig hergestellt haben. Also bitte kaufen Sie Schrauben von Anfang an nur in der Länge, dass die Schraubenspitze nicht hinten aus der Latte rausguckt, auch wenn sie versehentlich hier mal einen halben Zentimeter zu tief reingedreht wird. Das Beste ist, Sie nehmen relativ dicke Latten und nicht zu dünne Latten. Ne? Dann ist es immer gut verschraubt und guckt trotzdem nicht hinten raus. Ja, ich hatte vorhin schon gesagt, ich komme noch auf die Frage, welche Dämmstoffe. Es gibt ja unterschiedliche Dämmstoffe, die Sie für Schrägdachdämmung verwenden können. Ich habe hier meine Übersichtstabelle zusammengestellt. Nach verschiedenen Kriterien sortiert und nach verschiedenen Materialarten.
Bei den Materialien erstmal, es gibt die weichen Matten, die kennen Sie sicher alle. Glaswolle, gelb, weich, biegbar, Steinwolle, weich, grünlich eher, Holzfasermatten, bräunlich, Zellulosematten, grau. Ne? Es gibt auch relativ feste Matten- und Plattendämmstoffe. Also es gibt ganz feste Steinwolle, da können Sie draufstehen, die biegt sich gar nicht durch. Dämmkeile, so ein Zwitter zum Beispiel, und noch festere Materialien, die Sie dann richtig mit der Säge sägen müssen. Es gibt Holzweichfaserplatten, die man zwischen dem Dach einbauen kann. Es gibt Styropor, natürlich, also Polystyrol. Ne? Es gibt Polyurethan-Hartschaumplatten, meistens rosa, grünlich, hellblau eingefärbt, in offenporiger Variante oder auch in aluminiumkaschierter Variante, dann dampfdicht, wenn sie Aluminium beschichtet sind. Ne? Muss man aufpassen, dass man die dampfsperrende Schicht nicht an der falschen Position einbaut im Dach. Und es gibt außer weichen Matten und festen Matten oder Schaumplatten auch lose Dämmstoffe, die man mit Einblastechnik in den Dachhohlraum einbauen kann. Zelluloseflocken aus Altpapier zum Beispiel, Steinwolleflocken aus Steinwolle oder auch kleine Styroporkügelchen, die Sie als Massenware in einen Hohlraum pusten können. Die Dämmstoffe unterscheiden sich in ihrer Wärmeleitfähigkeit, wie viel Watt Wärme da durch pro Meter Dicke und pro Kelvin Temperaturunterschied, ein Kelvin ist 1 Grad Celsius, ne, durchfließt. Je kleiner die Zahl, desto besser dämmt der Stoff. Je größer die Zahl, desto schlechter dämmt der Stoff. Die meisten Dämmstoffe liegen heute zwischen 0,32 und 0,35, manchmal noch 0,40. Die biogenen Dämmstoffe auch mal 0,45. Deutlich besser dämmen nur spezielle, ganz feinporige Schäume. Polyurethanschaum offenporig 0,28 bis 0,30, immerhin ein bisschen besser. Oder Polyurethanschaum auch alukaschiert, also auf beiden Seiten Aluminium auf der Schaumplatte. Diese Schäume sind nicht mit Luft aufgeschäumt, sondern mit speziellen Gasen, die besonders wenig Wärme leiten. Und dass diese Gase nicht rausdiffundieren, muss die Aluminiumbeschichtung auf der beiden Seiten von der Folie sein, von der Schaumplatte sein. Aber wie gesagt, die sind dann dampfdicht, da muss man dann überlegen, wo man sie einbaut. Ja, es gibt dann auch noch Brandschutzeigenschaften. Dachbrände können immer vorkommen. Glaswolle und Steinwolle brennen selber nicht, bilden aber nur einen bedingten Brandschutz, weil wenn die Holzkonstruktion um sie herum zusammenbricht, fallen sie einfach mit runter im Schrägdach nach innen. Ne? Holzfasermatten, Zellulosematten sind aus Holzwerkstoffen, bieten keinen Brandschutz. Feste Steinwolle, die nicht nur von Latten gehalten wird, sondern richtig eingeklebt, gedübelt oder geklemmt wird, bietet einen relativ guten Brandschutz. Holzweichfasermatten und Hartschäume bieten keinen Brandschutz, keinen zusätzlichen. Und die Altpapierflocken oder Styroporkügelchen bieten auch keinen Brandschutz. Die Steinwolleflocken nur sehr bedingt, weil sie eben selber nicht brennen, aber eben auch ausfallen, wenn die Innenverkleidung versagt. Beim Dach kann auch der Schallschutz eine Rolle spielen, wenn Sie an einer lauten Straße Ihr Haus stehen haben und Sie wollen nicht, dass durch das Dach sehr viel Lärm reinkommt. Das sind alle elastischen Materialien besser als steife Materialien wie Hartschaumplatten. Aber trotzdem sind es alles sehr leichte Materialien und viele Frequenzen werden von diesen ganz leichten Materialien nicht so gut gedämpft. Andere Frequenzen wieder ja, aber grundsätzlich gilt beim Schallschutz, Sie sollten leichte und schwere Schichten haben, um verschiedene Frequenzen zu dämmen. Also von den weichen Matten ist die Zellulose noch ein bisschen besser als die Glaswolle, Steinwolle-Matten. Die Schäume sind alle eigentlich nicht besonders toll. Die feste Steinwolle geht wieder ein bisschen. Die Zelluloseflocken sind besser, die Steinwolleflocken sind auch besser. Styroporkügel sind ganz schlecht, bieten fast keinen Schallschutz. Die möglichen Dämmstoffe unterscheiden sich auch in der Montagetechnik. Das ist ziemlich einfach. Diese Matten legt man einfach von Hand ein. Feste Platten legt man auch rein oder rauf, je nachdem von welcher Seite man arbeitet. Und die Einblasdämmung wird mit dem Schlauch reingepustet in den Hohlraum, der
zu diesem Zweck schon von beiden Seiten oder von allen Umfassungsseiten her geschlossen sein muss, sonst rieselt es unten wieder raus. Sie unterscheiden sich in der Dampfbremswirkung wenig normalerweise. Fast alle Dämmstoffe sind sehr offen. Das offenporige Polyurethan, ein sehr feiner Schaum, ist ein bisschen dampfbremsend, aber nicht sehr. Aber das Alukaschierte ist dampfdicht. Die Flocken sind auch alle offen. Also nur bei dem Material, wenn Sie es verwenden wollen, müssen Sie auch feuchtetechnisch überlegen, wo es angeordnet werden darf. Wenn Sie auf der Innenseite Ihres Aufbaus etwas Dampfdichtes haben, ist das kein Problem. Wenn Sie außen, wo es hin austrocknen soll, etwas Dampfdichtes haben, ist es nachteilig. Auch bei den Materialeigenschaften kann man auch darauf achten, ob es ökologisch eher problematisch oder eher unproblematisch ist. Dazu kann man sich fragen, woraus sind die hergestellt, was ist an Chemikalien drin und wie groß war der Aufwand, sie herzustellen. Glaswolle wird aus Altglas hergestellt, ist als Rohstoff unproblematisch, haben wir eh übrig. Steinwolle wird aus Gestein hergestellt, ist auch unproblematisch. In beiden sind Bindemittel drin, um die Materialien zu binden, das sind gewisse Mengen Chemikalien, aber eigentlich unkritisch. Holzfasermatten sind aus Holz, eben mit Holzbindemittel. Zellulosematten sind aus Altpapier, auch Recyclingprodukt, haben Borate drin, also das ist nicht vergammeln, also Salze sind das, spezielle Salze. Zellulosematten haben von den ganzen Mattendämmstoffen den geringsten Herstellungsaufwand, aber auch die haben nur mittleren Herstellungsaufwand. Die festen Materialien, Steinwolle ist wieder aus Gestein, Holzweißfaser aus Holz und die Styroporplatten sind im weitesten Sinne aus Öl. Auch die Polyurethanplatten sind im weitesten Sinne aus Ölprodukten hergestellt. Wobei die Polyurethan-Hartschaumplatten einen höheren Herstellungsenergieaufwand haben, die Hartschaumplatten aus diesen Materialien hier eher einen mittleren, ist es alles nicht so schlimm. Für alle diese Dämmstoffe gilt, der Dämmstoff spart in 2 Jahren Nutzung bereits seinen ganzen Herstellungsenergieaufwand ein. Und manchen sogar schon in einem Jahr oder in einem halben Jahr. Also die Ressourcenbilanz, gerade auch bei den ölbasierten Dämmstoffen wie Styropor, ist so, dass ein Dämmstoff sich in 50 Jahren Nutzungsdauer vielfach amortisiert, energetisch gegenüber seinem Herstellungsenergieaufwand. Obwohl es hier gewisse Unterschiede gibt, gilt es für alle diese Dämmstoffe. Man muss also aus Ressourcengründen keine Bedenken haben, dick zu dämmen. Dick dämmen nützt viel und bei Dämmstärken bis 40 cm ist der Einsatz von Material für den Dämmstoff immer noch eine gute Investition im Verhältnis zu der vielen Ersparnis an Heizenergie, die Sie damit erzielen können. Bei den Bindemitteln und ist im Wesentlichen nichts Problematisches. Die Polyurethane können Isocyanate enthalten, die aber in der normalen Nutzung nicht austreten und auch nicht in die Raumluft kommen und insofern auch keine arge Gefahr darstellen. Bei der späteren Entsorgung ist es sehr unterschiedlich und was in 30 Jahren sein wird, wissen wir heute noch nicht, was dann alles für Märkte existieren. Natürlich sind die Altpapier- und biobasierten Dämmstoffe sicherlich auf die Dauer unproblematischer als die ölbasierten und Sonderchemikalien enthaltenden Dämmstoffe. So, jetzt kommen wir zu dem Teil über Fördermittel. Den habe ich am 1. August 2022 neu gemacht, weil die Fördermittel des Bundes sich stark verändert haben. Er gliedert sich in 3 Teile. Technische Mindestanforderungen, dass Sie Fördermittel kriegen können, Höhen der Förderung, die sich verändert haben und Wege der Förderung, die sich auch teilweise geändert haben. Die technischen Mindestanforderungen zerfallen in 3 Gruppen. Das eine ist, was verlangt der Gesetzgeber sowieso, wenn Sie ein Dachbauteil sanieren? Was verlangt der Fördermittelgeber, wenn Sie eine Einzelmaßnahme machen, also nur das Dach sanieren und Zuschüsse dafür haben wollen? Und was verlangt der Fördermittelgeber, wenn Sie nicht eine Einzelmaßnahme mit Ihrem Dach machen wollen und Ihrem Dachbauteil, sondern wenn Sie Ihr Haus zum Effizienzhaus sanieren wollen und in dem Rahmen auch Ihr Dachbauteil sanieren?
Erste Teilmenge ist, was verlangt der Gesetzgeber sowieso, auch ohne Förderung. Wenn Sie ein Dachbauteil von einer Seite anpacken, also von außen die Dachziegel runternehmen oder die Dachhaut beim Flachdach entfernen oder bei der obersten Geschossdecke die Bretter wegmachen, oder wenn Sie es von innen öffnen, also Holzvertäfelung innen wegreißen, weil Sie lieber Gipskarton haben möchten, oder die Decke von unten neu bekleiden. Also wenn Sie an den Hohlraum eines Daches, in dem man Dämmung einbauen kann, rangehen von einer Seite, dann müssen Sie dieses Dach auch dämmen. Nur neue Dachziegel drauflegen ist nicht erlaubt. Nur neue Innenverkleidung, Gipskarton statt Holzvertäfelung ohne angemessene Dämmung ist auch nicht mehr erlaubt. So, diese Anforderung, die dann gilt, wenn Sie es von einer Seite aufmachen, ist, dass der U-Wert nachher maximal 0,24 Watt pro Quadratmeter Kelvin sein darf. Eine noch etwas höhere Anforderung, U-Wert maximal 0,20, gilt für Flachdächer in der Bauform von Warmdächern, wo die Dämmung oben drauf liegt, wenn Sie die Dachhaut erneuern. Es gilt auch für Kaltdächer, wenn Sie außer der Dachhaut auch die Bretterschalung drunter erneuern müssen. Dann haben Sie den Hohlraum ja auch zugänglich und können in dem Hohlraum leicht neue Dämmung einbauen. So, für die Förderung des Bundes über die drei Förderwege, die ich nachher noch erklären möchte, wenn Sie die Dachsanierung als Einzelmaßnahme machen, also nicht das ganze Haus zum Effizienzhaus sanieren, sondern nur das Dach machen oder ein Dachbauteil machen, ist sehr einfach, nämlich der U-Wert darf dann maximal 0,14 sein. Egal ob oberste Geschossdecke, ob Schrägdach oder ob Flachdach. U-Wert 0,14 gilt für alle diese Dachbauteile, wenn Sie es nach einer dieser Förderprogramme gefördert haben möchten. Anders ist dies nur noch, wenn Sie eine Gesamtsanierung Ihres Hauses zum Effizienzhaus machen. Es gibt ja auch für Altbauten verschiedene Effizienzhausniveaus, die Sie anstreben können. Effizienzhaus 85, 70, 55 und 40. Das Niveau Effizienzhaus 100, was es bisher noch gab, gibt es jetzt nicht mehr. Die sind danach benannt mit diesen Ziffern, wie viel niedriger der Primärenergiebedarf des Hauses nach der Sanierung ist, gemessen am Referenzgebäude, welches 100% hat. Das ist ein Haus mit Standardbauteilen, die definiert sind. Wenn Sie nach Ihrer Sanierung also so und so viel Prozent runterkommen, können Sie dieses Niveau erreichen. Und je nachdem, welches Niveau Sie erreichen, sage ich gleich, gibt es unterschiedlich hohe Zuschüsse. Beim Effizienzhaus kommt es aber nicht nur auf den Primärenergiebedarf an, sondern auch auf den mittleren U-Wert der gesamten Gebäudehülle. Das ist der H-T-Wert. Es kommt aber nicht allein auf den Dach-U-Wert an. Also der mittlere U-Wert des Gebäudes setzt sich zusammen aus dem U-Wert der Wände, der Fenster, der Türen, der Dachbauteile, der Kellerbauteile. Und wenn Sie beim einen Bauteil ein bisschen dicker dämmen, können Sie beim anderen ein bisschen dünner dämmen. Also man kann ein bisschen hin und her schieben am Haus, wie es eben mit der Baukonstruktion gut zusammenpasst. Insofern gibt es jetzt für Dachbauteile speziell keine Anforderung, wenn Sie zum Effizienzhaus sanieren. Als Orientierung, aber die Werte, die Sie hier oben genannt haben, müssen Sie da unten im Regelfall auch einhalten. So, wie hoch ist nun die Förderung, die veränderte? Das hängt jetzt wieder davon ab, ob Sie nur eine Einzelmaßnahme Dachsanierung machen oder ob Sie eine Gesamtsanierung zum Effizienzhaus machen. Bei den Einzelmaßnahmen gab es bisher pauschal 20%. Das ist im Moment bei dem Förderweg übers Finanzamt auch noch der Fall. Wenn Sie aber den Förderweg über BAFA oder KfW gehen wollen oder müssen, dann gibt es nur noch 15%. Diesen Förderweg Finanzamt können Sie nur beim selbstgenutzten Einfamilienhaus wählen. Der Förderweg BAFA KfW geht bei jedem Gebäude. Bei der Sanierung zu einem Effizienzhaus hängt erwartungsgemäß die Höhe der Förderung davon ab, welches Effizienzhausniveau Sie erreichen. Je höher das Niveau, je kleiner die Zahl hier hinten, desto höher ist die Grundförderung für die Sanierung zum Effizienzhaus. Und beim Effizienzhaus gibt es noch zwei mögliche Boni, die Sie zusätzlich zu der Grundförderung bekommen können, nämlich den EE-Bonus für erneuerbare Energien. Den können Sie bekommen, wenn Sie die künftige Wärmeversorgung zu mehr als, glaube ich, 65% mit erneuerbaren Energien hinkriegen.
Dabei kann Ihnen die Wärmepumpe helfen, kann Ihnen eine primärenergiearme Fernwärme oder Nahwärme helfen und kann Ihnen auch Solartechnik helfen zum Beispiel oder Wärmerückgewinnung. Ne? Das trägt alles zum erneuerbaren Energieanteil an Ihrer Wärmeversorgung bei, auch Holzheizung. Ne? So, es gibt für die beiden höchsten Effizienzhausniveaus 55 und 40 noch einen zusätzlichen Bonus von plus 5%, wenn das Gebäude in seinem Ursprungszustand besonders schlecht ist. Da haben der Gesetzgeber sich jetzt den Begriff Worst Performing Building, also besonders schlecht ausgeführtes Haus, einfallen lassen. Das ist eine relativ komplizierte Darstellung. Sollten Sie aber ein Haus haben, was noch unsanierter Vorkriegsstatus ist, also vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden ist und von dem noch viele Bauteile in diesem Zustand sind, ne? Dachbauteile, Wandbauteile, Kellerdecken zum Beispiel, ne? Fenster wahrscheinlich heute nicht mehr, ne? Oder ein Haus aus den frühen Nachkriegsjahren, so ich würde mal sagen bis Mitte der 1960er Jahre, wo auch noch relativ wenig gedämmt worden ist, ne? Dann kann es sein, dass Sie diese Anfangsqualität Worst Performing Building haben und wenn Sie von dem aus dann auf ein höheres Effizienzhausniveau sanieren, kriegen Sie diese 5% extra. Dann kämen Sie auf 25, also auf 20 plus 5 oder 25 plus 5, je nachdem, ob Sie den EE-Bonus auch noch mitnehmen. Ja, die Masse der Einzelfördermaßnahmen spielt sich hier oben ab, 20 oder 15%, je nach Förderweg. Jetzt die Förderwege. Es gibt drei verschiedene Förderwege, wenn Sie nur eine Einzelmaßnahme planen, die habe ich hier grün geschrieben. Und es gibt nur noch einen Förderweg, früher gab es zwei, wenn Sie das Haus insgesamt zu einem Effizienzhaus sanieren wollen. Daneben gibt es noch andere Zuschüsse, die ich auch noch erkläre. Die gehe ich jetzt mal einzeln durch. Erstmal den Finanzamtszuschuss für Einzelmaßnahmen. Grundlage ist § 35c Einkommensteuergesetz. Alle nötigen Unterlagen googeln Sie einfach 35c Einsteuer ESTG, dann haben Sie die Unterlagen sofort im Internet. Wesentliche Einschränkung gilt nur für das selbstgenutzte Einfamilienhaus, nicht für Häuser, die vermietet sind oder Mietwohnungen enthalten oder keine Wohngebäude sind. Das Haus muss 10 Jahre alt sein. Gefördert über diesen Zuschussweg wird nur der Handwerkerleistungen, nicht Eigenleistung, auch nicht reines Material. Vorteil dieses Förderweges, dieses sehr einfachen, ist, Sie brauchen keinen Antrag stellen, Sie brauchen keinen Energieeffizienzexperten beschäftigen. Nach der Fertigstellung muss Ihnen nur Ihr Handwerker eine Rechnung und eine Bestätigung ausstellen, dass Sie bei dem Bauteil, was er da abrechnet, die erforderliche Qualität, nämlich den U-Wert für Dachbauteile, erreicht haben. Dann kriegen Sie diese Kosten, die damit verbunden sind, zu 20% bezuschusst. Allerdings kriegen Sie diesen Zuschuss nicht bar ausgezahlt, sondern Sie kriegen ihn abgezogen von Ihrer zu zahlenden Einkommensteuer. Und auch nur in dem Maße, in dem Sie Steuer zahlen. Sollten Sie keine Steuern zahlen oder nur ganz wenig Steuern zahlen, kann es sein, dass Sie diesen Zuschuss nicht realisieren können. Das muss man prüfen. Maßgeblich ist dabei nicht die Steuerhöhe, die man in einem Jahr bezahlt, sondern der Zuschuss wird auf drei Raten aufgeteilt. Im ersten, zweiten und dritten Jahr nach Fertigstellung kriegen Sie jeweils ein Drittel des Zuschusses von Ihrer in diesem Jahr dann zu zahlenden Steuer abgezogen. Förderfähig sind maximal 40.000 Euro Kosten pro Wohneinheit und pro Maßnahme. Diese Finanzamtsförderung ist nicht mit einem der anderen Förderwege kumulierbar. Sie können also nicht für dieselbe Maßnahme einen KfW-Kredit beantragen und außerdem noch Finanzamtsmittel haben wollen, sondern Sie müssen sich entscheiden, welchen von den drei Förderwegen für Einzelmaßnahmen Sie gehen wollen. Nur bei verschiedenen Einzelmaßnahmen, nehmen wir an, einerseits Fenster, andererseits Dachbauteile, können Sie für die jeweilige Maßnahme verschiedene Förderwege wählen. So, wenn es kein selbstgenutztes Einfamilienhaus ist, sondern ein Haus mit mehreren Wohnungen oder ein vermietetes Einfamilienhaus oder auch ein Nichtwohngebäude, gibt es für die Einzelmaßnahmen als zweiten Förderweg den BAFA-Zuschuss. Hier kriegen Sie den Zuschuss in Höhe von 15% nach Fertigstellung und Abrechnung bar ausgezahlt. Förderfähige Kosten sind nur die Handwerkerleistungen.
Also auch keine Eigenleistung oder nicht nur Materialeinkauf. Dieser BAFA-Zuschuss ist für alle Häuser möglich. Ne? Er ist sogar in höherem Umfang möglich als beim Finanzamt, nämlich 60.000 Euro pro Wohneinheit und Maßnahme. Er ist dann auch rückwärts nicht kumulierbar mit den anderen Förderwegen. Also auch hier gilt, pro Maßnahme muss man sich für einen Förderweg entscheiden. Der BAFA-Zuschuss muss vorher beantragt werden und hier für den Antrag und für die Abrechnung brauchen Sie einen Energieeffizienzexperten, der ein Honorar dafür verlangt. Ne? Ja. Also nochmal den ersten und zweiten im Vergleich. Finanzamt geht für selbstgenutzte Einfamilienhaus im Nachhinein sogar ohne Energieeffizienzexperten. BAFA-Zuschuss für Einzelmaßnahmen gilt für alle Gebäude, muss vorher beantragt werden, bedarf eines Energieeffizienzexperten. So, jetzt gibt es noch einen dritten Förderweg für Einzelmaßnahmen, nämlich den KfW-Kredit. Das kommt in Frage, wenn Sie Ihre Einzelmaßnahme ohnehin über Kredit finanzieren wollen oder müssen. Dann können Sie vergleichen, ob ein Bankkredit oder ein KfW-Kredit für Sie günstiger kommt und müssen dabei berücksichtigen, dass Sie beim KfW-Kredit 15% Zuschuss, Tilgungszuschuss bekommen, und zwar in der Form, dass Sie schon am ersten Tag der Kreditlaufzeit 15% erlassen bekommen und nicht verzinsen und nicht zurückzahlen müssen. KfW-Kredit beantragen Sie über Ihre Hausbank. Dazu muss also auch vorher beantragt werden. Und auch hier ist eine Energieeffizienzexperte für die Antragstellung und für die spätere Abrechnung notwendig. Wenn Sie Ihr Dach nicht im Rahmen einer Einzelmaßnahme, sondern im Rahmen einer Gesamtsanierung dämmen wollen, können Sie für die Gesamtsanierung zum Effizienzhaus nur einen Förderweg nutzen, nämlich den KfW-Kredit. Also Zuschuss zum Gesamtsanierung Effizienzhaus gibt es nicht mehr. Ne? Das gab es bis vor kurzem noch, aber jetzt nicht mehr. Die Abwicklung ist ja dieselbe wie bei dem Kredit für Einzelmaßnahmen. Sie müssen den Antrag vorher stellen, Sie gehen zu Ihrer Hausbank, Sie brauchen einen Energieeffizienzexperten, der in diesem Fall sogar die ganze Energiebilanz für das Haus rechnen muss, um zu bestätigen, dass Sie dieses Effizienzhausniveau auch erreichen. Und es gibt 5-30% Zuschuss, hatte ich vorhin ja erklärt, je nachdem, welches Effizienzhausniveau Sie erreichen und ob Sie den EE-Bonus und den Ich habe ein ganz schlechtes Ausgangszustand, Haus, Bonus zusätzlich nutzen können. Halt, hier bin ich. Für eine Gesamtsanierung fallen natürlich wesentlich mehr Kosten an, deswegen ist hier die Kredithöhe auch höher, 120.000 bis 150.000 Euro für den Fall EE pro Wohneinheit. Das sind jetzt die Zuschüsse auf die investiven Maßnahmen. Wenn Sie einen Förderweg wählen wollen oder müssen, wo Sie einen Energieeffizienzexperten benötigen, der ja Honorar kostet, können Sie dessen Planungs- und Baubegleitungsleistungen auch nochmal Bezuschuss bekommen. Darauf wird Sie der Experte sicher auch selber hinweisen, dass er gar nicht so teuer ist, wie es am Anfang aussieht, weil Sie seine Kosten ja zu 50% Bezuschuss bekommen. Wichtig ist zu überlegen, dass dieser Auftragnehmer, also dieser Energieeffizienzexperte, der muss unabhängig von den ausführenden oder liefernden Firmen sein. Ne? Sonst wird er nachher nicht als Experte anerkannt. Oder kann er dann abgelehnt werden. Weitere Fördermittel. Es kann sein, dass Sie in einer Stadt, in einem Landkreis, in einem Bundesland oder in einer Branche sind, wo es noch besondere Fördermittel gibt. Diese Förderlandschaft verändert sich ständig. Wenn Sie sich einen Überblick erlangen wollen, gehen Sie im Internet in Fördermitteldatenbanken, die sind meistens recht aktuell. Fragen Sie Ihre Stadt, Kreis oder Landesverwaltung oder googeln Sie mal die Webseiten dieser Gebietskörperschaften. Fragen Sie Ihre Bank oder Ihren Steuerberater, wenn der für Sie, oder Ihre Immobilienverwalter. Wenn es sich nicht um ein Wohngebäude, sondern um ein Nicht-Wohngebäude handelt, fragen Sie ruhig auch die Industrie- und Handelskammer oder den Branchenverband, dem Sie vielleicht angehören. Es gibt oft sehr spezielle Förderprogramme für bestimmte Branchen. Ne?
Und fragen Sie ruhig auch die Anbieter, die Handwerker oder die Dienstleister, die Ihnen Dämmmaßnahmen oder andere Investitionen in die Energieeinsparung, die Produkte liefern oder einbauen. Ja, die kennen sich da oft auch aus, was es für Fördermittel gibt. So, dann kommen wir zum Schluss. Nicht oder nur wenig gedämmte Dachbauteile sollten Sie dämmen, ja, von außen oder von innen, je nachdem, wo Sie besser rankommen, wo Sie vielleicht sowieso was machen wollen oder müssen. Dies verringert Ihre Heizkosten im Winter, die sorgt dafür, dass es im Sommer nicht so heiß wird unterm Dach, ne, unter, in den Räumen unterm Dach. Es verringert Ihre CO2-Emissionen und den Komfort. Durchdenken Sie rechtzeitig vorher die Fördermöglichkeiten, ne, und stellen Sie Ihre Anträge rechtzeitig. Nichts ist so ärgerlich, wie wenn man einen ablehnenden Bescheid bekommt wegen einem Formfehler am Ende. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gutes Gelingen und habe jetzt auf der allerletzten Seite noch Links auf Informationen, die wir Ihnen anbieten. Sie können auf unserer Website nei-dt.de Fachinformationen, weitere Videos zu anderen Bauteilen, Hinweise auf unser kostenpflichtiges Beratungsangebot, wenn Sie von uns Zuarbeit haben möchten, und natürlich auch die Linkliste für die Energieeffizienzexperten finden. Gut, also nochmal viel Erfolg bei Ihrem Bauvorhaben und auf Wiedersehen.